Cuisine, monsieur, dame, il faut cuisiner. Ich habe hier das Lehrbuch der junge Koch, die junge Köchin. Bitte sehr. Und ich möchte daraus vorlesen, wahrscheinlich auch das Kochen. Und es geht los mit der Einführung in die Geschichte, Hygiene, Umwelt und Verbraucherschutz. Danach kommt Küche, Arbeitssicherheit, Arbeitsplanung, Ernährung, Arbeitsgestaltung, Grundtechnik in der Küche, Garen von Speisen, bla 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 bla. Ja. Und ich fange jetzt einfach mal an. Es geht los mit Einführung in die Berufe. Geschichtliche Entwicklung des Gastgewerbes. Auf Englisch steht hier Historical Evolution of the Hotel and Restaurant Business. Und auf Französisch steht es hier falsch. Und ich lese es richtig vor. Le Développement historique de l'hôtellerie. 1.1 Gastfreundschaft, Hospitality. Ich werde mit dem Wort Hospitality in Englisch vorsichtig. Und une hospitalité oder la hospitalité ist kein stummes H. La hospitalité auf Französisch wäre ich auch sehr vorsichtig. 1.1 Gastfreundschaft. Nicht immer hatten Reisende die Taschen voller Geld. Außerdem waren sie als Fremde rechtlos und hatten weder Anspruch auf öffentlichen Schutz noch auf öffentliche Hilfe. Griechen, Römer und Germanen betrachteten es deshalb als sittliche Pflicht, Reisenden, / Fremden Schutz, Obdach und Speise anzubieten, das heißt Gastfreundschaft zu gewähren. Das Grundprinzip dieser Art von Gastfreundschaft ist die Gegenseitigkeit. Wer dem Fremden Speis und Trank, Bett und Sicherheit gewährte, durfte unter ähnlichen Umständen seinerseits Vergleichbares erwarten. Es geht weiter mit 1.2 Gastgewerbe.